Jo, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening. Jawohl. Also, lautet ein Beschluss? Nein. Also, wie ihr seht, ich bin hier nochmal hergegangen, wo diese Vertiefung hier war. Ich bin da schon reingekommen, kann jetzt leider hier nicht mehr raus. Und weil hier noch ein paar kleine Sachen zu holen sind. Letzten Mal haben wir diesen Hühnerstall dort oben besucht und noch einige Muscheln gefunden und so weiter, die wirklich cool versteckt waren, wie diese Löcher, wo man Bomben reinschmeißen musste. Und in den einen musste man die Bomben von ganz oben reinschmeißen. So. Und ja, ich bin jetzt hier nochmal hergegangen. Und hier gibt es das letzte Ab... Mann, das letzte Upgrade für Verbrauchsgegenstände hier oben. Ihr habt da die Treppe schon gesehen, die hatte ich ja schon freigelegt. Nicht alles anscheinend gespeichert, die ganzen Dinge, die man freilegt, automatisch. Und hier hat er wieder geklingelt, hier ist eine Muschel. Das ist unsere 45. Wir brauchen also noch 5 Stück, meine Freunde. Hier haben wir weiter 50 Rubine. Wie gesagt, wir sind knapp davor, die 1000er-Marke zu knacken. Und wieder, ich bin ja gespannt, ob das überhaupt geht, weil früher. Im Original gab es nur 999 sozusagen. Ja, hier ist ein weiterer, wie gesagt, zum Upgrade. Man kann, wie gesagt, jedes Verbrauchsgegenstand, also Zauberpuffer, feine Bomben, jeweils einmal upgraden. Und man kann auch nicht ein, zwei auch mal und eins dafür weglassen oder so. Das geht nicht. Man kann nur immer eins jeweils machen und es gibt 3 Stellen, wo das geht. Stört mich da wieder beim Schlafen. Du, na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Da warte. Willst du das Strafe mit Zauberpulver tragen können? Ja, wenn ich jetzt hier Nein sagen würde, dann fragt er dieselbe Frage nochmal. Willst du das Strafe mit Zauberpulver tragen können? Also wir können es nicht verpassen oder aus Versehen fehlen oder so. Hey, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Geschieht dir recht. Bis dann, Schöbedü. Ja, wir können jetzt 40... Dinger Zauberpulver tragen, auch ganz nett. Ich rüste mal, ja, die Bombe aus, die brauchen wir nämlich gleich. Ja, und hier geht es dann weiter. Das wäre dann der Weg jetzt zum letzten Dungeon, der geht jetzt hier durch diese Höhle. Ich habe so wenig Herzen, wie soll ich nur wenig Herzen? Und zwar hier, irgendwo. Hier müsste man reingehen. Und aber hier kommt man halt nicht weiter, weil hier Feuer ist. Und das können wir erst überwinden, wenn wir den Item-Gegenstand, den Dungeon-Gegenstand aus dem nächsten Dungeon haben. Wie wir jetzt heute schon anfangen mit dem Ding. Ja, der schwarze Ritter hier zwischen den Steinen, den sieht man fast gar nicht. Ja, ich will jetzt noch hier hinten schnell hingehen, weil hier gibt es noch ein Herzteil. Jawohl, ja. Ein Herzteil, genau. Wir wollen mal gucken, wir haben jetzt 7 Stück fehlen uns jetzt noch. 7 Stück. Ne, warte mal. Ja doch. 7 Stück, einmal 4 und einmal 3, genau. 7 Stück fehlen uns jetzt noch. Ich glaube, ich wollte noch die alle zusammenbringe, ohne noch großes recherchieren zu müssen. Ich werde mich jetzt mal kurz warpen, damit der Weg nicht so weit ist. Ja, wie gesagt, wir können hier oben, hier ganz in der Ecke wird, glaube ich, auch ein Herzteil sein. Das war früher immer, glaube ich, das allerletzte, was man erreichen konnte. Ich kann es jetzt nicht vergrößern in dieser Ansicht, aber hier ist der Dungeon, hier ganz oben, da seht ihr so eine Schildkröte oder Drachen oder irgendwas sein soll. Den müssen wir irgendwie erwecken und dann besiegen, also den Kopf, und dann können wir da reingehen und da oben kommen wir wieder raus. Und da können wir auf so eine kleine Treppe steigen und da ist, glaube ich, müsste ein Herzteil da oben sein. Und da ist auch ein Teleporter, den man erst wirklich erreicht, wenn man den Dungeon durchgespielt hat. Und dann, ich weiß gar nicht, was in dem Haus hier war. Das werden wir dann schon sehen. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, hier hinten hin zum nächsten Dungeon. Hier ist, glaube ich, Adlerfestung heißt der, glaube ich. Oder so. Und dazu gehen wir zu diesem Teleporter bei Bos Hütte. Und... Auf dem Weg dahin werden wir noch das eine oder andere sammeln. Hoffe ich mal.
Ja, 5 Muscheln brauchen wir noch 7 Herzteile. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele diese Steine noch existieren. Wir haben schon 3 und wir wissen, dass es mindestens noch einen gibt, der über 1200 Rubine kostet, falls wir so viel tragen können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo wirklich das so gemacht hat, dass man, wenn man alles will, zum Dieb werden muss. Wäre echt extrem heftig. Voll. Hier durch. Das wäre wirklich sehr heftig, finde ich. Wenn ich das so gemacht hätte. Ja, ich glaub's nicht, also ich denke mal schon. Ja, danke für nix Spiel. Ach, falschen Knopf gedrückt. Ja, ich hab voll. Ich gebe zu, das ist schon wieder eine Re-Aufnahme mal wieder, weil ich. Da ist ein Rätsel gewesen mit einem Raum mit mehreren Truhen. Und wenn man alle kriegt, muss man. Oh, das gibt's doch nicht. Aber wollte ich verarschen hier jetzt? Der schlägt einfach nicht. Ich drück die blöde Runde, schlägt einfach nicht mit seinem Schwert. Rennt immer in die Fledermäuse drin. Hier war nichts weiter. Hier rein. Oder raus, besser gesagt. Die Truhe hatten wir schon. Ich glaube, hier war nichts weiter. Da wieder geht es da hoch zum Hühnerstall. Da waren wir auch. Da haben wir, glaube ich, alles, was es im Moment gibt für uns. Und hier. Jetzt. Moment mal. Hier geht's wieder schnell, oder? Warte mal, dem anderen Eingang war. So, der andere Eingang war, glaube ich, da müssen wir auch schon gewesen sein, oder? Hier geht's wieder schnell, da waren wir jetzt schon. Ich will doch mal kurz den anderen Eingang machen. Hier in dem Spiel gibt es leider nicht den berühmten Eingang unterm Wasserfall. Eines der wenigen Zeldas, wo es sowas nicht gibt. So, hier waren wir schon. Ja, hier war eine Treppe. Mann, ey. So viele Viecher hier, ey. So, hier war eine Spur. Eine Million Fledermäuse. 94. Ah ja, richtig, hier war ja die Stelle, wo wir hier auch, da hier war eigentlich, glaube ich, ach, hier war der Typ, der Hunger hatte, genau. Wir mussten hier eine Bombe reinschmeißen von da ganz oben. Ja, solche Rätsel gab es damals auch nicht im Original. Ja, weil es gab ja halt viel weniger Muscheln, nur 26, glaube ich, insgesamt. Und man brauchte nur 20. Wie gesagt, ich habe es euch erzählt, man konnte auch Muscheln noch passen, zum Beispiel im Muschelbazar halt, wenn man halt nicht genau 10 oder 5 hatte, dann hat man halt nicht die gekriegt da, die Belohnungsmuschel. Und wie gesagt, man konnte ja auch damals musste man den Spaten hergeben. Und ich glaube auch nicht, dass man den wieder kaufen konnte, ich weiß es nicht genau, aber. Und dann war der halt weg und dann konnte man halt auch nicht mehr graben und so weiter. Ja, hier ist auch irgendwo ein, ich hoffe mal, dass die da oben ist. Und hier kommt gleich der Raum. Wo ich das Spiel, wie gesagt, wo ich das nochmal neu geladen habe, dann hat das Spiel. Mann, scheiß Fische. Ja, wir hatten auch das Angeln wurde sehr, sehr viel intensiviert. Also da muss man sehr viel mehr angeln jetzt, wenn man alles haben. So, ja, hier, wie gesagt, hier habe ich gefehlt. Überlegen. Ich glaube, wir müssen von unten kommen. Von unten kann man. Man könnte den da runterschieben, aber der würde nicht viel bringen, wenn ich dann den nicht. Ja, von unten geht es doch nicht. Geht denn das? Muss. Ich mach mal speichern. Ich speichere mal, ja, Freunde. Weil.
Wir wollen ja nicht nochmal den Part aufnehmen, nicht wahr? Also. Ich glaube, wir müssen von unten kommen. Ich glaube, wir müssen von unten kommen. Wenn wir von unten kommen, ja, dann sollte es eigentlich. Den können wir darüber schieben, den darüber. Bei dem müssten wir nach oben schieben, weil das würde nicht viel bringen. Aber wenn wir den nach oben schieben. Ja, ich probiere es jetzt. Ich glaube, das war nicht richtig. Ja, solange wir die Truhe nicht öffnen, ist alles gut. Wir müssen den da runterschieben, weil wir sonst ja nicht hier runterkommen. Wir gehen jetzt mal hier unten raus. Gucken wir erstmal nach. Hier ist auch eine, die muss hier sein. Jawohl. Bin ja mal gespannt, was man dafür kriegt. Vor allem immer an. Die werden wir auch erst kriegen, wenn wir nach dem letzten Dungeon, den letzten Dungeon, im oberen Ausgang verlassen. Da wird es noch eine geben, denke ich mal, hier irgendwo. So, jetzt kann man ein bisschen größer machen. Ich sag mal, hier könnte es wahrscheinlich noch eine geben, eine neue, vielleicht die verbuddelt ist oder so. Könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht genau. Bin mal gespannt, was es da überhaupt dafür gibt. Ja, Freunde, bin ich wirklich mal gespannt, was es da überhaupt für gibt. Für die Muscheln. So, also, ich denke, wir müssen den hier rüberschieben. Der bleibt da, denke ich, liegen. Der guckt darüber. Der hier hoch. Ja. Okay. So haben wir jetzt Zugang zu allen Truhen. Aber leider sind die in allen Truhen wirklich drin. Ne? Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es schon immer so war, dass hier so viel Schleim drin war in den Truhen. Oh ja, okay. Mich verarschen. Ist hier nur Schleime drin? Ernsthaft? Nein. Hier ist 100 Rubinen drin. Also braucht man das gar nicht machen. Oder ist es immer in der letzten? Vielleicht muss man auch alle Truhen öffnen, damit in der letzten in der 100 da drin ist. Kann natürlich auch sein. Ich werde mir den Speicherstand mal da lassen. Ich will das jetzt nicht ausprobieren. Oder soll ich schnell ausprobieren? Aber nee. Wenn wir den laden, dann kommen wir irgendwo anders wieder raus. Ne, das probiere ich mal offscreen aus, Freunde. Ich werde dann den Speicherstand überschreiben. Und dann sage ich euch das, oder hat der zufällig beim Rausgehen? Ne, der hat erst jetzt gespeichert, okay. Ob man da immer. Ja, könnte sein, ja doch, das könnte sein, dass man wirklich alle Truhen jetzt öffnen soll, damit man in der letzten halt ein Uni kriegt. So, jetzt haben wir tatsächlich über 1000 Rubine, 1094 Rubine. Sehr schön. Wir brauchen noch knapp 200, um die Tafel kaufen zu können. Ja, das ist wirklich sehr kurzes Spiel. Ja, wir haben bald 20 Parts, wir sind aber schon bald durch. Adlerfestung ist nahe. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Oh ja. Einer der heftigeren Bosse in diesem Spiel. Jetzt machen wir ein Loch. Aha. Ach so, hier guckt man hier hin. Wollte er mich echt verarschen? Mal da beim Rausgehen zu welchen State Safe gemacht. Gut, aber er hat hier eins gemacht. Denn, ihr werdet mir nachsehen, dass ich jetzt nicht Bock habe, nochmal da den ganzen Weg zu latschen. Ich kann ja nicht wissen, dass das Spiel uns so verarschen tut. Man könnte möglich sein,
dass der auch schon früher natürlich existiert hat, dieser Weg. Ja, wie gesagt, normalerweise, ja, ich will mich ja nicht selber brüsten irgendwie, aber normalerweise liegen mir solche Schiebegeräte schon. Ey, das gibt's nicht. Leck mich doch am Arsch, du Scheißfisch. Ja, das Loch schien mir sehr merkwürdig, dass da so ein Loch ist, wo man sowieso nicht eigentlich hingehen würde. Hier ist, wird schon angezeigt, ja, da gibt es nur einen Weg, den wir gehen können. Wird hier hinein. Da oben seht ihr auch schon die Adlerfestung. Den Schlüssel, haben wir den eigentlich schon? Nein. Der muss hier irgendwo sein. Kann ja nicht anders sein. Da ist noch Ordnung. Ah, das habe ich schon. Wie gesagt, das ist was ich nicht so besonders gern habe. So viele Gegner sind, die eigentlich, die ja nur da sind, um ja zum Nerven, sagen auf Deutsch, dieser. Oh, da ist auch ein neuer Teleporter. Dann. Wie kommt man da nochmal hin? Ich glaube von oben oder wie war das? Von hier? Ging jetzt runter? Okay. Ah ja, genau hier brauchen wir den Gockel, weil wir hier ohne den Gockel nicht weiterkommen. Aber ich will mal kurz gucken. Nix. Boah, ich habe so viel Herz verloren jetzt, ey. Okay, man kann doch ohne Gockel hierher kommen, hä? Haben sie das geändert? Warum sollten sie das ändern? Ist das ja völlig sinnlos, denn der Gockel ja wirklich nur noch eine alternative, eine optionale Geschichte. Normalerweise war das so. Ah, hier können wir noch eine Bombe legen. Moment. Wir haben einen weiteren neuen Teleporter. Was haben wir hier? Eine Fee. Feen sind immer gut. Wir sollten ja noch zwei im Gepäck haben. Genau, die Creme haben wir auch. Aber in dem Tempel gibt es übrigens auch eine Creme zu finden. Aber wir haben noch nicht den Schlüssel. Wie war denn das mit dem Schlüssel? Habe ich mir irgendwie nicht richtig im Sinn. Wir sind jetzt hier, wir haben noch nicht den Schlüssel.
Oh, wie war denn das mit dem Schlüssel, ey? Das weiß ich gar nicht mehr. Verdammt. Aber ich glaube, wir müssen noch irgendwo anders sehen. Irgendwo. Den Gockel definitiv braucht. Hier braucht man den ja nicht definitiv. Atmerschlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass wir einen Schlüssel brauchen. Die dauern wir nicht unter Schlüssel. Müssen wir doch erstmal hier irgendwas beim Hühnerstall machen? Ach, Freunde, der ganze Part umsonst hier, Mensch. Hier den ganzen Weg zurücklatschen hier. Und wir warten uns einfach hier nochmal hin, gehen wir nochmal da und legen wir runter jetzt den ganzen. Ja, das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich jetzt irgendwas nicht richtig mehr im Sinn habe. Ich denke, wir werden den Part jetzt gleich beenden. Ja, sind wir mit dem Schlüssel hier war. Aua. Die kurze Reichweite des Schwerts ist manchmal sehr frustrierend. Sein, wo wir die Schlüssel herkommen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, muss erstmal schwimmen können und überhaupt hierher kommen. Das ist der Weg, der zu der Muschel geführt hat. Okay.
Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Ach, hier, hier ist die Leiter. Hier ist sehnlich verpasst. Genau, hier müssen wir hoch. Mann, das gibt's nicht, ey. Ich schlag den, nö. Der kann einfach durch mein Schwert durchgehen. Eine Geschichte, die ich nie gemocht habe, dass die Reichweite der Gegner genau exakt bemessen ist, wenn du einen Pixel zu wenig oder zu weit gehst, nö. Hier war ja der Übergang zum anderen Bereich. Moment. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Die Post hat gerade Post gebracht. Moment mal. Moment. Und zwar Dragon Quest 11. Mal sehen, ob ich das auch Let's Play. Das bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, ich habe die Demo gespielt, die ja rausgekommen ist, schon vor einiger Zeit. Hier waren wir schon. Genau. Mann! Die blöden Gegner, ey. Und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mal sehen, vielleicht Let's Play ich das auch. Aber kann auch ein bisschen dauern, weil ich noch ein paar Projekte habe, die ich erstmal abschließen muss. Das heißt, zwei sind schon abgeschlossen, aber halt noch nicht hochgeladen komplett. Und wird sicher ein sehr langes Projekt. Die Demo war ja schon relativ lang. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent vom Spiel die Demo umfasst. Ja. Waren wir hier noch nicht? Doch, nee. Ah, ich glaube. Ah, ja. Ich glaube, war hier, glaube ich. War doch was, oder? Da ist der Schlüssel. Okay, den habe ich total versäumt. Okay, den holen wir doch und dann ist der Part vorbei, denke ich mal. Ich glaube, hier brauchen wir bestimmt den Gockel dringend, oder? Obwohl, nicht unbedingt. Danke Spiel, danke für nichts. Also das heißt, dass der Gucken jetzt optional ist. Aber vielleicht brauchen wir. Nee, aber wir waren schon an der Festung direkt. Nee. Das heißt, dass der Gucken jetzt optional ist. Ich glaube, früher war das nicht, oder? Rüber ohne den Gockel. Ah, okay. Spätestens ab hier brauchen wir ihn. Okay. Also er ist doch nicht optional. Wir brauchen ihn dringend. Weil hier kommen wir auf keinen Fall irgendwie anders rüber als mit dem Gockel. Du hast den Adlerschlüssel erhalten. Und wir walken uns direkt zur Festung, denke ich mal. Oder, Freunde? Dazu haben wir den Teleport schon aktiviert. Also den habe ich irgendwie aus dem Blick verloren, scheinbar. Also wir haben ein paar neue Teleporter, finde ich interessant, dass wir das gemacht haben.
Ja, wir haben. Ja, der Teich, den gab es vorher schon, aber den konnte man nur erreichen mit Hilfe der Melodie von Mambos Mambo. Und man den erreichen, da hat man sich immer hierher geworfen, wenn man den gespielt hat. Den gab es schon immer und den gab es schon immer. Und diesen. Und wie gesagt, hier hinten wird auch noch einer sein irgendwann. Wird. Der ist natürlich neu, weil Bohushütte gab es ja nicht. Da war, wie gesagt, im 1998 im Remake, im Farbremake, wenn Game Boy Color war hier der Fotograf und davor weiß ich gar nicht, ob da war hier einfach gar nichts oder so. Und wie gesagt, dieser ist neu. Der Muschelbazar, den gab es auch nicht. Aber der wäre schon hilfreich gewesen. Und. Ja, der ist natürlich jetzt auch neu. Wie gesagt, irgendwie fehlt mir hier unten noch irgendwo hin, aber hier gibt es scheinbar keinen. Ja, das ist doch ganz komisch, ne? Wenn hier im Zentrum sind vier Stück, hier draußen weiter sind vier Stück, aber auf der anderen Seite hier sind gar keine. Da ist nur ganz oben nachher irgendwann einer. Und hier im Wald hätte auch noch irgendwo einer vielleicht sein können, aber naja. Noch mal zur Fee gehen vielleicht. Ja, meine Freunde, wie gesagt, Quest 11. Ich bin gerade, spiele gerade auf dem 3DS Quest 8. Fragmente der Vergangenheit oder so heißt das, glaube ich. Da reist man ja mal durch die Zeit. Aber am Anfang gab es nur eine kleine Insel und man hat halt nach und nach immer so eine Fragmente gefunden. So eine Säulen einsetzt und dadurch wenn man wie gesagt wie so ein Puzzle halt, wenn man genug Teil hat, um ein komplettes Bild halt zu vervollständigen, dann konnte man durch die Zeit auf diese Insel reisen und da musste man ja irgendwelche Dinge machen. Durch den Insel auch in der Gegenwart wieder erschienen. Wie gesagt, am Anfang waren alle auf der Insel der Überzeugung, es gab nur diese eine Insel und so weiter. Ja, und. Aber dann hat sich herausgestellt, dass es nicht so ist. Und ja, der Turm dreht sich um, ganz komisch. Ja, das ist ein ziemlich großer Dungeon mit mehreren Etagen. Den wir uns im nächsten Part angucken. Ja, schon ziemlich weit. Wie gesagt, ich bin die letzten beiden Inseln, auf die ich war, da ist wirklich viel Story. Auf den ganzen Anfangsinseln, da war immer nicht viel, da war ein Dorf, die haben irgendwelche Probleme gehabt, die man irgendwelche Monster oder auch immer und bei jedem Dorf war irgendwas mit einem Vulkan, der ist immer so ausgebrochen oder was, da muss man in den Vulkan gehen, ist auch wie so ein Dungeon, muss man halt sich durchkämpfen durch mehrere Ebenen, bis da man irgendwann einen Boss gefunden hat, den man halt platt machen muss. Aber jetzt die letzten beiden Inseln waren sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Ja, da muss man wirklich viele Dinge erledigen, bevor man die in der Gegenwart aufsuchen lassen konnte und seine auftauchen lassen konnte. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es noch ein bisschen weitergeht. Einige fehlen mir noch. Ich habe noch nicht ganz alle. Wie gesagt, im Grunde weiß man auch noch nicht genau, was wirklich los ist. Ja, man hat gehört in dem einen letzten, wo ich jetzt war, dass da irgendwie oder eigentlich schon in beiden letzten, dass es irgendwie so ein Oberdämon gab, da gab es einen sogenannten Allmächtigen oder Allmächtigen oder sowas, wie so eine Art Gott oder so, der wohl wieder erweckt werden muss irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Und gab es ein Gegenstück, also so eine Art Dämon oder so, den ich auf der einen, wo die Bevölkerung auf der einen dafür dazu gezwungen wurde, ihn irgendwie anzubeten, um ihn halt ja die heiligen Kräfte zu geben und so. Da musste man natürlich dann unterbinden. Und es war wirklich der Bossgegner, den man da besiegen musste, der war wirklich sehr, sehr stark.
Und naja, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt noch ein bisschen mehr Story kommt und man erkennt, worum es so genau geht. Aber wie gesagt, dazu, naja, nochmal mehr. Ich bin jetzt hier im Dungeon, der ist wirklich ja, relativ groß, mehrere Ebenen. Wieder diese. Okay, Krüge töten ihn auch. Wartet jetzt. Bombe. Okay, Rühe sind Ruhe. Na gut. Wie gesagt, machen wir im nächsten Part. Das ist sonst hier zu lang. Der ist jetzt schon wieder ganz schön lang. Also vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Bei Die Legende von Zelda, Link's Awakening.